Oh mein Gott, meine Pflanzen sehen so tot aus. Ey, ich habe einen Freund von mir gefragt, dass ich meine Pflanzen auskennt und er meinte, die sollen so sein. Deswegen vergessen wir das einfach ganz schnell und machen weiter mit dem Video, die Pflanzen sollen so sein, okay? Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Die Weihnachtszeit beginnt wieder. Ich werde gefragt, Lara, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten von Verwandten, von Freunden von mir? Und auch ich möchte gerne den Leuten etwas schenken. Aber oftmals stellt sich ja diese Geschenkfrage ein bisschen schwieriger dar, als man am Anfang denkt. Eventuell weiß man nicht genau, was die Person haben möchte, aber ganz viele in meinem Freundeskreis sind noch Schüler oder Studenten. Und ich habe heute mal eine richtig gute Liste rausgesucht, beziehungsweise zusammengestellt, mit Dingen, die man diese Person auf jeden Fall schenken kann. Also falls ihr ein Schenker seid, das ist ein gutes Video für euch. Falls ihr eine beschenkte Person seid oder sein wollt, auch ein gutes Video für euch. Also eigentlich perfekt. Es kann nur gut werden. Und die Tipps sind wirklich nicht basic, sowas wie schenken ein Buch oder so. Ich habe mir sehr coole Kategorien überlegt, unter anderem Gadgets und Technologie, Schreibutensilien, Abos, Kunst und Kreativität, Wissenschaft, Inspiration, Organisation, Fitness und Entspannung, Sprachen und Experimente. Also wirklich cool, bleibt gerne bis zum Ende dran und viel Spaß beim Video. Und nicht vergessen zu abonnieren, falls euch das Video gefällt, natürlich. Fangen wir erstmal an mit der ersten Kategorie. Ich glaube, jeder kennt es. Man sitzt zu Hause, man sitzt in der Bibliothek, man sitzt irgendwo in einem Aufenthaltsraum in der Schule vielleicht und möchte sich konzentrieren, kann es aber nicht, weil es um einen herum so laut ist. Wie wäre es dann zum Beispiel mit Noise-Canceling-Kopfhörern? Falls jemand das noch nicht hat, wäre es, glaube ich, eine richtig coole Idee, das zu verschenken. Auch ein bisschen teurer, keine Sorge, es wird noch ein bisschen günstiger im Laufe des Videos. Meine nächste Idee ist vielleicht einen E-Reader zu verschenken. Also kennt ihr diese E-Books? Das zum Beispiel, natürlich kann man es heutzutage auch mega gut auf einem iPad oder auf einem anderen Tablet machen, aber wäre eine Idee. Und was ich auch super finde, sind solche ergonomischen Laptop-Ständer oder Halterungen. Vielleicht auch externe Monitore oder so. Einfach so ein richtig cooles Setup, wenn man gut lernen möchte. Oder einfach so normale Laptop-Ständer. Ehrlicherweise würde ich mir den auch voll gerne wünschen. Das ist echt eine gute Idee, fällt mir gerade ein, weil ich balanciere meinen Laptop immer auf Büchern, wenn ich ihn höher stellen möchte. Nicht die schlauste Idee, aber ist einfach gerade so ein richtig günstiger Laptop-Ständer für mich. Kommen wir dann zu Schreibutensilien. Natürlich ganz basic, wie wäre es mit einem Notizbuch einfach? Vielleicht mit einem hochwertigeren Notizbuch. Vielleicht ein Skizzenbuch für Leute, die gerne zeichnen. Was, glaube ich, auch aber richtig cool ist, sind solche hochwertigen Tintenroller oder Füller-Federhalter, wisst ihr? In der Grundschule habe ich das immer benutzt. Mittlerweile benutze ich fast ausschließlich Kugelschreiber. Wenn man aber mal so einen schönen Brief schreiben möchte, ist, glaube ich, so ein Federhalter echt eine schöne Sache. Und was mir da einfällt, ist, dass eine Freundin von mir in der Schule immer einen personalisierten Füller hatte. Sie hatte also einen Füller, wo unten einfach ihr Name so reingeritzt, nicht reingeritzt, aber wie sagt man das schön, personalisiert war. Also so personalisierte Schreibutensilien sind, glaube ich, auch eine richtig tolle Idee für Leute, die gerne schreiben, beziehungsweise die in ihrem Beruf oder in ihrem akademischen Leben viel schreiben müssen, was ja eigentlich jeder muss. Ansonsten auch andere kleine Lernhilfen, wie zum Beispiel ein guter ergonomischer Schreibtischstuhl, könnte ich auch mal eigentlich gebrauchen. Ich sitze auf so einem Stuhl, der ist einfach nur schick, aber ich glaube nicht besonders gut für meinen Rücken. Außerdem gibt es ja mittlerweile auch Schreibtische, die man hoch und runter fahren kann, irgendwie personalisieren kann, sodass man da wirklich gut dran steht. Auch das wäre, glaube ich, eher so eine Sache, die man sich von Verwandten wünscht. Nicht unbedingt so als kleines Mitbringsel für Freunde, aber dazu kommen wir gleich noch. Und für diese Freunde kann man zum Beispiel Lernkarten kaufen, also diese Karteikarten oder Klebezettel, also so Sticky Notes oder Post-its. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die ein bisschen basic ist, und zwar sind das Bücher, aber pass auf. Natürlich könnt ihr gerne irgendwelche Bücher schenken, die gut für die Schule sind, Persönlichkeitsentwicklungsbücher, Ratgeber, Sachbücher oder auch irgendwelche Klassiker, die literarisch einfach wertvoll sind. Ihr könnt aber auch einen Büchergutschein schenken. Also ohne Witz, zu meinem Geburtstag habe ich einfach Thalia-Gutscheine im Wert von insgesamt 200 Euro bekommen, weil alle wissen, dass ich Bücher liebe, und ich konnte dann erstmal richtig schön nach meinem Geburtstag in den Buchladen gehen und mir richtig viel raussuchen, also das war echt cool. Wie wäre es aber zum Beispiel auch mit vielleicht einem Abo für irgendeine Zeitschrift oder vielleicht ein Angebot für einen Buchclub oder Ideen für einen Buchclub, also vielleicht so eine Liste schreiben mit Büchern für einen Buchclub oder irgendwie sowas. Was ich auch echt toll finden würde, wären Abos für irgendwelche Online-Kurse. Es gibt ja viele Plattformen, ich denke gerade so an Skillshare zum Beispiel, auf denen man Dinge lernen kann, sich Videokurse angucken kann oder sowas. Da habe ich noch nie mitbekommen, dass jemand irgendwelche Gutscheine oder sowas verschenkt, aber das wäre doch echt mal eine ganz gute Idee, oder? Da kannst du dir auch gleich so, wie viele Monate du schenken willst, also wie teuer das Geschenk sein soll. Kommen wir zur nächsten Kategorie, die ich genannt habe, Kunst und Kreativität. Also vor allem für Leute, die gerne zeichnen und gerne malen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, deswegen glaube ich, dass die Künstler unter euch da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben als ich. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, irgendwelche Aquarellfarben, Zeichenstifte oder Modelliermasse. Oder auch da wieder Online-Kurse für Zeichenkünste, kreatives Schreiben, Kunsthandwerk, whatever. Gerade auch, wenn ihr wisst, eure Freunde in einem bestimmten Gebiet besonders interessiert sind, wie jetzt Biologie oder so, könnt ihr ja darauf spezifisch auch achten und sowas schenken, wie eine Art Hobby-Mikroskop oder so. Wenn man einfach so an das Lieblingsfach der Person denkt, kommen einem vielleicht einige Sachen an den Kopf. Beispielsweise habe ich eine Freundin, die Psychologiestudentin ist.
Laura, vielleicht kennt ihr sie. Und wir waren letztens unterwegs und da hat sie sich ein Bild angeguckt mit so einem Gehirn drauf, weil sie ja Psychologie studiert und sich für die Struktur des Gehirns und so weiter interessiert. Und das fand sie richtig cool. Das war so ein Poster oder so ein Bild, so eine Skizze von einem Gehirn. Sowas kann ich mir richtig gut vorstellen. Also ich glaube, gerade in so diesem biologischen, medizinischen Bereich ist es mega gut mit irgendwie einem Herz, mit einem Gehirn oder so. Vielleicht gibt es etwas in der Art als Poster oder als Bild. Dann ist es auch ganz schön für die Inspiration im Zimmer. Und falls ihr Fan von einer Person seid oder falls ihr es verschenken wollt und wisst, dass euer Freund oder eure Freundin Fan sind oder ein Idol haben, dann vielleicht einfach ein Poster von dieser Person oder von dieser Serie, von diesem Film, von einem berühmten Kunstwerk. Ihr versteht, was ich meine. Kommen wir nun zu der Kategorie Organisationshilfen. Ganz vorne natürlich ein Schülerkalender oder ein Semesterplaner. Das kann man wirklich immer gebrauchen. Ich glaube, das ist nie falsch zu schenken. Und da gibt es ja wirklich eine riesen Auswahl an Dingen, die man sich da aussuchen kann. Sei es jetzt ein datierter Kalender, sei es irgendwie so eine Art Hausaufgabenheft oder einer, der einen Fokus auf Mental Health hat oder irgendwie sowas. So, was ein bisschen außergewöhnlicher ist, was ich in meinem Zimmer selbst habe, ist ein Whiteboard. Ich mag es nämlich total gerne, meine Gedanken ab und zu nochmal so aufzuschreiben oder meine große To-Do-Liste aufzuschreiben oder Projekte aufzuschreiben, dass ich einfach alles visuell vor mir strukturiert und geordnet habe. Also falls ihr sowas auch gerne mögt, könnt ihr euch hier gerne eine Art Whiteboard oder so ein, wie nennt man das, wenn man das so ranklippt mit so Tacker-mäßigen Sachen, so ein Ding halt. Oder ihr könnt es auf jeden Fall auch verschenken. Ich glaube, die Personen werden sich darüber freuen, wenn sie den Platz dafür haben. Was ich mir auch richtig gut vorstellen kann, ist ein Kochbuch mit einfachen und günstigen Rezepten für Schüler und Studenten oder vielleicht auch eine Art Meal Prepping. Also ein Kumpel von mir hat mir zum Beispiel mal ein Glas geschenkt mit den Zutaten für Vanillekipferl. Also er hat quasi schon die ganzen Zutaten, die man braucht, also Mehl und keine Ahnung was alles, schon abgemessen und in ein Glas gefüllt, hat mir dann das Glas geschenkt, sodass ich quasi alles schon habe und das nur noch backen muss. Also das war eine richtig coole Idee. Das könnt ihr euch auch gerne wünschen bzw. auch sehr gerne verschenken. Das ist auch wirklich super, wenn man irgendwie so Meal Prepping machen möchte. Ich glaube, ja, mit so richtigen Mittagessen ist es vielleicht nicht so gut. Eher mit kleinen Snacks wie jetzt Vanillekipferl oder Plätzchen oder so. Also passt auf, nicht, dass ihr jetzt irgendwas verschenkt, was halt dann verschimmelt oder schlecht wird. Das wäre nicht so smart. Da dachte ich mir, es gibt doch sehr viele Leute, die sich auch für das Thema Fitness, Sport und Entspannung interessieren. Was ich mir dann wünschen würde, wäre zum Beispiel sowas wie eine Yogamatte oder irgendwelche Tools dafür. Es gibt auch viele Leute, die gerne ins Gym gehen und dafür Dinge brauchen. Ich kann da nicht mitreden, weil ich kein Gym-Girl bin. Ich habe keine Ahnung davon. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, falls ihr für diese Kategorie, von denen ich keine Ahnung habe, dann könnt ihr gerne eure Gedanken in die Kommentare dazu schreiben. Vielleicht hilft es den anderen Menschen. Was ich aber weiß, was glaube ich auch ganz toll ist für eine Person, die sich dafür interessiert, ist eine Mitgliedschaft einfach bei einem Gym, bei einer Sport-App oder bei einem Fitnesskurs. Ich weiß nämlich, dass man auch bei Fitnessstudios so Kurse machen kann für irgendwas Bestimmtes und vielleicht kann man dafür ja auch einen Gutschein kaufen oder einen Gutschein selbst erstellen und dann diesen Kurs für die Person bezahlen oder falls ihr die beschenkte Person seid, könnt ihr euch auch voll gern sowas wünschen von euren Eltern zu Weihnachten. Ich weiß, dass unter euch ganz viele Personen sind, die gerne Sprachen lernen. Was ich mir wünschen würde, wenn ich wieder aktiv eine Sprache lernen würde, wären das auf jeden Fall irgendwelche Sprach-Apps, also so Premium-Abos von Sprach-Apps zum Beispiel. Ich habe auch länger Nachhilfe genommen bei einer Tutorin, also hatte quasi Einzelunterricht. Und da kann man sich ja auch vielleicht so ein paar Nachhilfestunden einfach mal wünschen, wenn man in irgendeiner Sprache besser werden möchte. Ansonsten auch Basic-Sprachlernbücher, Vokabelhefte oder einfach Bücher auf dieser Sprache. Dann natürlich zum Thema Musik. Falls ihr ein Instrument spielt, könnt ihr euch ja für das Instrument irgendwas wünschen oder ein neues Instrument wünschen oder Zubehör in dieser Richtung. Und die letzte Kategorie, die ich mega, mega feiere, ist Reisezubehör. Was ich gerne verschenke, wenn ich weiß, eine Freundin oder ein Freund von mir auf eine große Reise geht, ist zum Beispiel ein Reisetagebuch. Und du kannst auch in dieses Reisetagebuch schon so Fragen vorschreiben, die die Person dann beantworten soll. Oder du überlässt einfach der Person, was sie reinschreibt. Ist natürlich auch nett. Vielleicht kennt ihr aber auch schon diese Videos im Internet, in denen sich Leute Weltkarten kaufen und dann schon ihre bereisten Orte einfach abhaken oder so ausmalen. Solche Karten sind, glaube ich, auch eine ganz großartige Idee, wenn Leute sich für das Thema Reisen interessieren, sich für die Welt interessieren und auch gerne reisen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie eure Wunschliste dieses Jahr aussieht, ob ihr an eure Freunde, Familie irgendwas gebt und was es ist. Schreibt es gerne für Inspiration in die Kommentare. Und ich hoffe, dass wir uns hier ganz bald wiedersehen bei einem neuen Video. Habt noch einen wunderschönen Tag und eine fröhliche Weihnachtszeit. Bis dann. Tschüss.